Hi Leute, willkommen bei eurem RGB-Dealer des Vertrauens. Ich hoffe, euch geht's gut. Heute reden wir mal über das Thema, ja, Fertig-PC, ja oder nein, und worauf ihr darauf achten müsst. Ich habe jetzt mal ein kleines Beispiel rausgesucht, was mir so gar nicht gefällt. Also, ich würde diesen PC mit dieser Konfiguration zur heutigen Zeit auf gar keinen Fall mehr kaufen oder gar weiterempfehlen. Weil, ich zoome mal ein bisschen ran, wie ihr sehen könnt, ist er schon von 4.000 Euro auf 2.500 Euro ungefähr runter gesetzt worden. Und ein Laie, der jetzt nicht so wirklich auskennt, der denkt ja, jo, das ist ja voll der gute Deal von 4.000 auf 2.500, das ist ja gerade mal 1.500 Euro weniger. Der muss ja gut sein, den kaufe ich. So, jetzt haben wir aber allerdings ein paar Probleme. Ich zeige euch mal das gute Stück. So, ja, so ein bisschen. Ich will euch den Shop jetzt nicht nennen. Soll nur so ein kleines Fallbeispiel sein. Und so sieht das ungefähr auf dem Bild aus. Und ich habe hier rechts, habe ich mal die Sachen aufgelistet, die da drin sind. Mit Preisen und allem drum und dran. Und angefangen wird dann mit der CPU. Das ist dann ein AMD Ryzen 2700X. Der halt sich ein bisschen auskennt, der weiß, dass das mittlerweile zu der älteren Generation gehört. Mittlerweile hat AMD ja schon die neue 3000er Ryzen Serie rausgebracht. Daher ist der CPU schon mal veraltet. Der kostet allerdings jetzt noch zum aktuellen Zeitpunkt ungefähr 239 Euro. So, weiter geht's mit der Nvidia GeForce GTX 1070 Ti. Genau dasselbe in grün. Auch ja, eine Grafikkarte aus der vergangenen Generation, die man auch nur noch gebraucht erwerben kann. In dem Fall für 350 Euro. Dann geht es weiter mit dem Mainboard. Da handelt es sich um ein MSI X470 Gaming Pro Carbon. Was für eine Überraschung. Auch mittlerweile auf der alten Plattform basiert, X470. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und das bekommt ihr zurzeit für 136 Euro. Dann ist wohl noch eine 250 GB SSD von der etwas teureren Sorte drin für 43 Euro. Dann, was jetzt total Overkill ist, ist der Arbeitsspeicher mit dem G-Skill Trident Set DDR4 3200 mit 64 GB. 64 GB in einem Gaming-PC braucht kein Mensch und auch in nächster Zukunft braucht das wirklich kein Mensch. Und für 740 Euro, was dieses Kit kostet, schon mal gar nicht. Also, ich weiß nicht, was sich der Shop dabei gedacht hat. Also, 16 GB ist eigentlich zu empfehlen. Ihr kommt zwar noch mit 8 GB klar, aber 16 GB soll es fürs Zocken schon sein. So, aber 64 GB ist absoluter Overkill. Das braucht kein Mensch. Auch nicht in den nächsten Jahren. Auf gar keinen Fall. Also viel, viel zu teuer. Dann geht es weiter in den Netzteil. Da handelt es sich um ein Seasonic Prime Ultra mit 80 plus Platinum Zertifikat. 750 Watt leistet es für 152 Euro. Dann geht es weiter mit dem Gehäuse. Das handelt es sich hier um ein Pentax Evolve X für ungefähr 200 Euro. Und dann ist da wohl noch eine Custom-Wasserkühlung drin, das ist aber eine zusammengesetzte aus vielen verschiedenen Marken. Daher habe ich jetzt mal so einen Preis geschätzt. Also von den teureren Wasserkühlungen, Custom-Wasserkühlungen, könnt ihr so zwischen 500 und 600 Euro ungefähr rechnen. Also ich habe hier jetzt 550 Euro genommen. Und dann kommen wir auf einen Preis von ca. 2410. So. Von 2410 und der Shop bietet diesen PC, diesen hier,
für 2.500 € ungefähr an. So, jetzt wird der aufmerksame Zuschauer halt sehen, ist ja gar nicht so ein großer Unterschied. Also hier 90 €. Für die 90 € wird der PC zusammengebaut. Der wird zu euch geliefert. Ihr habt da Gewährleistung drauf. Ihr habt da alles Mögliche. Nur das Problem ist halt wirklich, für so viel Geld ist wirklich sehr, sehr veraltete Hardware drin. Und die ein oder andere Hardware-Modifikation hier hat auch nicht so wirklich Sinn, wie zum Beispiel der Arbeitsspeicher, der ist total überdimensioniert, auch für die nächsten Jahre. Und wie gesagt, anscheinend soll der irgendwann mal 4.000 € gekostet haben. Gut, kann ja mal sein, wo die Sachen vielleicht noch aktuell waren, aber jetzt zum heutigen Standpunkt ist das alles, fast alles nicht mehr aktuell. Und dann bezahlt ihr so richtig viel Geld für eine richtig, richtig, ja, wie einen richtig alten PC von der Hardware her. Und mit dem Preis könnt ihr euch ein sehr, sehr, sehr viel schnelleres, besseres System selber bauen. Und es gibt auch Fertig-PCs, die für den Preis auch eine ganze Ecke schneller sind. Also als Fazit könnt ihr ja mitnehmen, wenn ihr euch vorhabt, jetzt kein PC selber zusammenzubauen und euch ein Fertig-PC zu kaufen, dann tut euch wirklich mal die einzelnen Sachen hier auflisten, aufschreiben, wie ich das hier rechts gemacht habe mit den Preisen, und googelt mal, wann die Sachen rausgekommen sind. Und wenn die Sachen alle zusammen habt und der Preis dann für euch dann so okay ist, dann könnt ihr das ja gerne, könnt ihr ja gerne den Komplett-PC kaufen. Nur wie hier, wenn die Technik wirklich so veraltet ist und so teuer für eine veraltete Technik, das ist absolut nicht empfehlenswert. Wie gesagt, macht euch da schlau, kauft nicht so einen überteuerten Gaming-PC. Ihr könnt es selber sehr viel günstiger und besser bauen, beziehungsweise halt auch einen anderen Fertig-PC, wo die Sachen halt auch besser aufeinander abgestimmt sind, der auch sehr viel schneller und besser ist als das Exemplar. Wie gesagt, das soll jetzt nur ein kleines Fallbeispiel sein. Ich möchte nur nicht, dass ihr da auf die Schnauze fallt, weil das wäre dann wirklich ein ziemlich teurer Spaß. So, okay Leute, dann soll es mal damit gewesen sein, und dann würde ich mich halt über Abos freuen, über Likes, und ihr wisst's ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Haut rein, Leute. Tschüss.